Was geht ab? Wir haben Donnerstag, ich weiß nicht, Datum, Ende Oktober, Mitte, Ende Oktober, keine Ahnung. Uhrzeit ist okay und mein YouTube-Kanal Burner TV hat 2000 irgendwas Abonnenten, ich habe ein paar Tage nicht drauf geguckt, ja. Klicks, das sagen uns hier ein paar andere Leute, ja. Eins vorweg, Eschersheim, Frankfurt, da wo Bowling ist. Ich weiß, wie die Straße ist. Auf die, wenn ihr so Richtung Frankfurter Bergfahrt, Blitzer. Ja? Yeah? Da, wo dieses Altersheim ist. Werdet nicht geblitzt, ja? Was wollte ich sagen? Ja, Eintracht Frankfurt reden wir jetzt, ja? Ja, ich muss sagen, ich bin völlig zerstört, weil ich die ganze Woche gefühlt Frühstücksbuffet an verschiedenen Orten. Ja, habe ich gemacht, einfach mal getestet. Wenn ich so ein Influencer wäre, ich hätte euch Frühstücksbuffet-Test in Frankfurt machen können, ja. Aber heute kann ich euch empfehlen, bei Skyline Plaza, diese Alex. Café Alex, glaube ich, ja. Das war ganz angenehm, ja, war gute Sachen. Würstchen, Pancakes, Eier, Speck, ganz viele Süßigkeiten, Donuts. Was geht ab, man? Ich gefressen, ich bin zerstört, ja. Aber gut, echt gut, das mache ich jetzt jeden Tag, glaube ich. Eintracht hat vorgestern gespielt. Gestern, ach schade, hätte ich mich gefreut, wäre Bayern gestern rausgeflogen. Ja, ich meine, war knapp, zwischenzeitlich 3-2 und so. Aber Eintracht hat gespielt gegen Stuttgarter Kickers. Ja, vorm Spiel, ich wollte die Mannschaft nicht nervös machen. Ja, deswegen habe ich mal kein Video gemacht vor so einem unwichtigen Gegner, aber wichtigen Spiel, ja. Weil nicht, dass die Mannschaft dann denkt, oh Gott, der erwartet so viel von uns, ja, ich wollte ihn nicht nervös machen, ist doch logisch, ja. Nichtsdestotrotz ist es genau so ausgegangen, wie ich das vorausgesagt habe, 2-0 war ja klar, weil Eintracht Frankfurt wird gewinnen, wird dominieren, souverän auftreten, aber ja, dann auch ein bisschen im Schongang das Ganze zu Ende bringen, weil wir jetzt gegen Gladbach spielen, aber wenn mich nicht alles täuscht, hat doch Gladbach verloren gegen Darmstadt, oder? Rausgeflogen, besten. Jackpot. Ich weiß nicht, Gladbach. Eigentlich, ja, habt ihr mir nichts getan, ehrlich gesagt. So, ja, aber ich weiß nicht, seit dieser Geschichte mit Hütter ist Gladbach auf der Blacklist hier, ja. Oder zumindest freue ich mich immer. Sagen wir, stufen wir mal nehmen wir mal ein bisschen die Brisanz aus meiner Aussage und sagen wir mal, ich freue mich einfach, wenn Bundesligisten rausfliegen. Weil es dann einfach besser ist für die Eintracht. Weil ich habe immer so ein Gefühl, glaubt es mir, ich habe so ein Gefühl, nächstes Spiel spielen wir gegen Darmstadt. Ich weiß, es wird auch irgendwie ausgelost und es wird Darmstadt werden. Merkt euch meine Worte. So, und ja, aber Eintracht, wir haben die gespielt. Ja, da wurden ein paar Spielern Pausen gegönnt, das ist ganz in Ordnung. Wenn ihr mich jetzt fragt, ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so konkret an die Aufstellung erinnern. Aber Smolcic hat von Anfang an gespielt, Bimba hat wieder auf rechts gespielt, links hat Lenz angefangen, Pellegrini kam glaube ich später rein, gell? In der Zentrale haben dann, wer hat in der Zentrale gespielt? Haben Amrode und Zorn gespielt? Nee, oder? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie wir gespielt haben, aber nichtsdestotrotz, ich kann nur sagen, das erste Tor, ja klar, Smolcic hat ja sogar ein Tor gemacht. Das ist ja, war nicht ganz unwichtig, ja, aber dennoch habe ich das Gefühl, der gute Mann braucht noch ein bisschen Zeit, oder? Ist keiner wie Indika, den du einfach aus dem Nichts geholt hast. Ich kann mich noch erinnern, du hast ihn aus dem Nichts geholt. Irgendwie hatten wir so ein bisschen Probleme, irgendwie ein paar Spieler ausgefallen und sowas und dann gab es nur noch Indika und der musste spielen. Er war 19 Jahre alt, ist gefühlt drei Tage in Deutschland, den wirfst du rein und der hat ein Spiel abgeliefert mit 19 Jahren, wo du dir denkst, ey, ist der 19 oder ist er 89? Ja, mit so viel Erfahrung, ja. Wahnsinn. Ja, und bei Smolcic auch, ich meine, glücklicherweise haben wir, war das gegen Leverkusen? Ich weiß nicht, ich bin völlig verwirrt, ja, weil ich so viele Sachen im Kopf, aber haben wir, in welchem Spiel, könnt ihr euch an diese Szene erinnern, Smolcic kam rein und hat dann einfach den Ball im Laufen, ohne es mit irgendeinem abzusprechen, einfach so mit der Hacke oder so mit der Fuß oder so nach hinten geschoben, ja,
weil ihn so ein Stürmer greift ihn an oder sowas und er spielt den Ball so nach hinten und er dachte, wahrscheinlich hinter ihm ist einer. Aber wenn du nicht sagst, was du vorhast, deine Spieler können noch keine Gedanken lesen, deine Mitspieler, ja. Keiner wusste, was er macht und dass er auf so eine Idee kommt, quasi den Ball perfekt vorzulegen für den Stürmer, der gerade angreift, ja. Es war, glaube ich, kein Tor, kein Gegentor, aber normalerweise ist es ein Tor, ja. Ich weiß nicht mal, gegen wen das war, ob das jetzt gegen Leverkusen war oder noch bei Tottenham das Spiel. Sei es Tor, ja. Ist okay, dass er da ist. Sicherlich hat er Potenzial. Der soll mal ankommen, der soll Erfahrung sammeln und besser und wachsen. Ja? Und dann kann es einer werden. Ja, aber was soll ich sagen, Stuttgart-Kickers, das ist nicht so der Rede wert, das Spiel. Ganz einfach. Ja, weil nichts gegen die Kickers und so weiter. Aber ja, das ist einfach eine Pflichtaufgabe für Eintracht Frankfurt. Das musst du einfach genauso runterspielen, souverän die nächste Runde erreichen. Und da muss man auch nie wieder ein Wort darüber verlieren. Außer über das erste Tor, was natürlich da ist, egal wer der Gegner war. Denn wie Eintracht Frankfurt sich da durchkombiniert hat. Dieser Tiki-Taka hin und her, hin und her, hin und her. Und dann der quasi Kolo Muani. Ey, Eintracht Frankfurt, mittlerweile schießen wir ein Tor, das ist schöner als das andere. Ich meine, das von Lindström, das ist schon ein Tor. Ey. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, das Lindström-Tor gegen Radetzky, der auch kein schlechter Torwart ist, im Gegenteil, ja. Aber natürlich wurden schon viele Lüpfer-Tore erzielt, ja. Aber sind nicht Schlupfertore meistens die Tore, wo der Spieler irgendwie auf den Torwart rausrennt, auf zurennt meine ich, der Torwart rennt raus. Achtung, Verkehrsstörung. Danke, Auto. Spieler rennt mit dem Ball auf den Torwart alleine irgendwie, der Torwart rennt raus, weit aus dem Tor. Und dann hast du halt einfach wirklich alle Möglichkeiten der Welt, mit ein bisschen Gefühl im Fuß, den irgendwie über den Torwart zu schlänzen und der Ball geht rein. Auch schön, klar. Oder irgendwie... der Torwart rennt raus und du hast von irgendwo weiter irgendwie die Möglichkeit zu schlänzen oder sonst was, ja. Aber hat man schon mal so ein Tor bestimmt, aber weil es einfach so schön ist, muss ich das einfach nochmal so glorifizieren, ja. Der rennt im Vollsprint. So, seht ihr, in diesem Auto wird nicht gelogen auf die Wahrheit, dass das Handy wieder runtergefallen. Ey, wer von euch kauft mir jetzt so eine Handyhalterung? Ich war gerade in einem Handygeschäft. Scheiße, Mann, ich bin ein Trottel, Alter. Ich war wirklich gerade in so einem Handygeschäft, ich hätte sowas kaufen sollen. Wenn ihr mich daran erinnert und ich daran denke, bestell ich das heute bei Amazon. Erinnert mich dran. Der rennt im Vollsprint auf den Torwart. Ist sogar noch, wird gerade noch so verfolgt von irgendwo aus dem Gegenspieler. Und der Winkel, es ist ja nicht so, als wäre Radetzky 10 Meter vom Tor. Der stand ja eigentlich nicht mal falsch, Radetzky. Es war so schwer, diesen Ball zu machen, dass er wirklich so über Radetzky so und dann rein. Das ist im Vollsprint. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie schwer das Ding zu machen war. Wirklich, unglaublich. Ja, und auch dann jetzt gegen Stuttgarter Kickers auch hin und her, hin und her. Ich weiß nicht, wer war das? Götze, der dem vorgelegt hat, da war das Lindström. Und wie er dann auch den Ball da drüber schlänzt. Warum wird mir so heiß hier gerade? Immer wird mir hier heiß. Absolut krass, absolut krasses Tor. Sehr schönes Tor, ja. Und 2-0. Ja, dann Ecke. Smolcic macht das Ding rein. Kopfballtor, sehr schön. Und ja, souveräner Sieg. So wird es gemacht. Andere haben ja verkackt. Ich glaube, Bremen ist rausgeflogen. Gladbach ist rausgeflogen. Nicht schlecht, ja, nicht schlecht. Ja, jetzt spielen wir gegen Gladbach. Glaube ich am Wochenende. Gladbach ist. Ist noch ein großes Fragezeichen. Ja, also die haben miserable Leistungen die Saison gezeigt, aber haben auch schon krasse Ergebnisse geliefert. Deswegen, das wird natürlich eine ganz andere Hausnummer werden als gegen Stuttgarter Kickers. Ich bin mir sicher, da werden wir auch wieder mit einer anderen Startformation antreten, mit einer anderen Herangehensweise. Aber darüber reden wir, glaube ich, dann morgen. Morgen Freitag? Samstag spielen wir? Ja, doch, das geht, das kriegen wir hin. Ja! Das ist toll, sehr toll gemacht, Eintracht Frankfurt. DFB-Pokal. Eine Runde weiter. Ja, damit wurde er geplant, damit wurde er gerechnet. Und das ist gut. In der Liga sind wir Fünfter. Gladbach ist hinter uns direkt, oder? Ich glaube schon. Das heißt, ey, es ist so heiß. Ey, warum kommt hier so heiße Luft raus? Das hier ist doch alles auf off. Boah, brennt hier irgendwas? Egal,
Kennt ihr, wenn jetzt so heiße Luft rauskommt aus dem Auto? Ich habe keine Ahnung von Autos, aber hier kommt heiße Luft, ich mache jetzt einfach Klima an und mach so kalt, das geht. Ich versuche einfach so Feuer mit Wasser zu bekämpfen. Okay. Oh, sofort ist mir kühl. Ich kann es schon ausmachen, ist schon kalt, ich friere schon. Gute Klima, ja. Top. Jedenfalls, Gladbach ist hinter uns, ist ein wichtiger, das wäre wichtig. Ein Sieg gegen Gladbach wäre toll. Hätten wir den Platz 6 schon 4 Punkte hinter uns gelassen. Und je nachdem, was vorne passiert, könnten wir da uns da festsetzen. Quasi mit Verspätung, mit Verzögerung eine Woche die Punkte gegen Bochum. Wie gesagt, ich werde das nie vergessen, Alter, Frankfurt, wie du diese Punkte verschenkt hast. Aber wir haben WM. Ja, wir haben heute, was? Ich gucke jetzt mal. 20.10. 20.10., das heißt, in weniger als einem Monat ist WM. Ist das so 17. November rum oder irgendwie so Mitte November? Ja, ich bin eigentlich fertig jetzt mit Eintracht Frankfurt, ja, sorry. Also, was heißt sorry? Wir haben gewonnen, nächste Runde erreicht. Ganz toll habt ihr das gemacht, Mannschaft. Jetzt gegen Gladbach machen wir morgen ein anderes Video. Aber WM. Reden wir kurz über die WM. Ganz ehrlich? Also, klar, es drückt so ein bisschen, weil irgendwie haben wir so einen milden Herbst, so echt einen geilen Oktober, muss man sagen. Ein paar Regentage waren so, aber so alles in allem schöne 14 Grad jetzt, Sonne so ein bisschen bewölkt, aber Sonne scheint, schöne Herbstwälder, gute Luft, alles schön. Achtung, Verkehrsstau. Danke, Auto, er macht ja Spaß, aber eigentlich ist Herbst, ja. Und Mitte November, also die geht ja Ende Dezember rein, ist Winter, ja. Und klar, gut, genug darüber diskutiert, dass es eine Winter-WM ist. Ich muss zugeben, bei der letzten WM nicht 0,1% WM-Feeling. Ich weiß nicht wieso, aber es war mir schon letztes Mal einfach so richtig. Es ging mir so richtig am allerwertesten vorbei. Mal gucken zumindest. Ja. Richtig am allerwertesten vorbei ging das mir. Aber jetzt? Ey, warum? Gerade jetzt, wo Eintracht Frankfurt so viel Spaß macht, ja. Unterbrechen die das ganze Programm für eine WM, die kein Mensch braucht. Freut sich ein Mensch auf dieser Welt, auf die WM? Außer die korrupten Verantwortlichen, die sich von allen Seiten das Geld in die Tasche stecken, dass die irgendwie dort die WM machen, wo die halt ist, ja. Frage mich echt, was ist mit dieser WM? Wer braucht die? Jetzt, ganz ehrlich, ich bin auch nicht so ein Nationalmannschaftsfan. Also, natürlich, wenn Deutschland spielt, bin ich für Deutschland. Aber ich meine, kennt ihr diese Länderspielpausen? Das nervt mich alles. Eine WM soll gespielt werden, eine EM soll gespielt werden, schön und gut. Aber ich will einfach Fußball sehen eigentlich immer. Und wenn die Nationalmannschaft spielt und so, ich bin mittlerweile so, so dumm es halt klingt, aber aus diesem Alter raus. Sollen die mal machen, ja. Ich weiß gar nicht, ist unsere Nationalmannschaft gerade gut? Ja, weil die haben keine Eintracht-Spieler, bis auf Trapp. Und der wird dann nicht so wertgeschätzt, wie er eigentlich hätte es verdient, ja. Deswegen können die was, weil ohne Eintracht-Spieler wird es schwierig, ja. Kolo Muani bei Deutschland, das wäre gut, ja. Muss man sagen, Kolo Muani ist bei Frankreich. Ey, das muss man, eigentlich muss man sich, ich weiß nicht, ob das schon jemand von euch realisiert hat, dass wir ein, kennt ihr das? Ich habe einfach die Dose hier genommen, habe die noch nicht mal aufgemacht, weil ich wegen euch vergessen habe, das zu machen. Ja, ich weiß. Ich habe keinen Bock, jeden Tag meinen Masterplan mit Red Bull zu erklären, ja, warum ich, Red Bull Leipzig aus der ersten Liga kriege damit, ja. Also diejenigen, die es wissen es und der Rest Pech. Aber denkt nicht, ich unterstütze die damit, ja. Ich habe einen Masterplan, ja. Jedenfalls, denkt darüber nach. Ein Spieler von Eintracht Frankfurt, alleine das ist schon krass, ein Spieler von Eintracht Frankfurt ist französischer Nationalspieler. So, klar, ich weiß. Ach komm, ich habe noch ein paar Minütchen, ich kann noch runterfahren. Ich weiß, er ist nicht gesetzt und so weiter, aber zeig mir mal bitte den Spieler, der aktuell im französischen Sturm gesetzt wäre, der nicht Mbappé heißt, ja, und Griezmann und was weiß ich, wir haben noch Giroud und wir haben noch Benzema. Benzema, ich vergesse immer, und Benzema, der ja gerade diesen Ballon da gewonnen hat, ja. Also, ja, zeig mir mal den Spieler, der da gerade gesetzt wäre, ja. Ganz ehrlich, eventuell wäre nicht mal Haaland gesetzt dort, ja. Also, mit Benzema und Mbappé und Griezmann, ja, ist auch nicht gerade verkehrt. Ja, also, es ist nicht schlecht, ey. Und der junge Eintracht-Spieler,
Hat einfach die beste Zeit seines Lebens, weil er einfach von den besten Stürmern der Welt lernen kann während der WM. Das ist schon... Oh Gott, dieses Handy. Seht ihr, weil ich die Wahrheit sage. Was mache ich jetzt? Ich habe jetzt eine Red Bull-Dose in der Hand. Mein Auto ist eine Müllhalde. Ich kann die nirgendwo ablegen. Und okay, ich mache jetzt mal... Moment. Ja. Alleine das ist der einzige Grund, warum ich mich freue über die für die WM. Weil einfach Kolo Muani ein Monat... Da muss ich stehen. Jackpot Deluxe Parkplatz. So, weil Kolo Muani einfach einen Monat mit der Besten trainieren kann. Und ich hoffe einfach, dass es ihm was bringt. Dass es ihn weiterbringt. Auf jeden Fall. Ist meine Meinung. Und ich kann es gar nicht glauben, was ein Deluxe Parkplatz ich habe. Jackpot, ja. Jedenfalls, ja, die WM. Braucht kein Mensch, oder? Braucht kein Mensch einfach. Ich freue mich gar nicht. Ich habe keine WM-Stimmung, kein nix. Werde es mir natürlich reinziehen, wenn Deutschland spielt. Ja, ansonsten habe ich nichts zu sagen. Wenn ihr irgendwas zu sagen habt, sagt es. Ja, ich, ja. Für die zwei Menschen, die hier zuschauen und vielleicht nicht mit mir verwandt sind, immer noch zuschauen meinen. Ich habe das schon mal bei Instagram erwähnt. Falls keiner bei Instagram mir folgt oder sowas, macht es. Ansonsten, Burner TV, glaube ich, heißt es. Ansonsten, nur ein Tipp. Ich sag nur, okay, Bears. Ja. Schnäppchen, ich habe bei Insta geschrieben Schnäppchen des Tages. Ich glaube, es ist das Schnäppchen. Ich glaube, es ist, wenn nicht das Schnäppchen des Jahres, bin ich ziemlich sicher, dass es das Schnäppchen eines Lebens ist. Ja? Ich will gar nicht weiter, nichts weiter dazu sagen. Jeder muss einfach selbst damit anfangen, was er will. Ja? Ich zumindest war heftig Beeren sammeln zuletzt. Und ich meine nicht von dem Wald. Beeren sammeln, ja, ich hab so, jeder muss gucken. So, jedenfalls, ja, macht jetzt, was ihr wollt. Eintracht Frankfurt, beste Mannschaft der Welt, ich liebe dich, es ist 17 Minuten jetzt gleich, reicht, komm, ich mach direkt bei 17 Minuten aus, haben wir eine gute Uhrzeit, ja, merkt euch eins für immer, ich hasse euch.